Wir kommen zu einem Thema, wo ich selber schwach bin. Ich habe mir schon mal Hilfe von 3M geholt. Es geht um das Thema Schleifen und jetzt haben wir noch mehr Kompetenz hier. 3M, Festool, Meguiars am Start. Punktuelles Defekt korrigieren, also Kratzer entfernen, genau, Defekte entfernen. Wenn man punktuelle Defekte hat, sei es ein Kratzer, sei es ein kleinen Vogelschiss, sei es ein Lackeinschluss, irgendwas, dann kann man das im Spot Detailing, das quasi die kleine Schwester des Spot Repair ist, bearbeiten. Und was wir heute zeigen, ist halt, wie wir quasi die Lücken schließen, Meguiars Produkte nahtlos mit 3M Produkten in Verbindung und gleichzeitig stellen wir eine neue Poliermaschine und ein neues Zwei-Step-System von der 3M vor, das sogar auf ultra frischen Autolacken funktioniert. Das heißt, es kann halt im Finish benutzt werden bei einem Lackierer. Genauso, wenn jemand zum Detailer kommt und sagt, okay, mach mir die Wagen frisch und du fragst, wann wird das nachlackiert? Die sagen, gestern. Dann kannst du sagen, okay, dann fangen wir heute damit an, kein Thema. Mein Name ist Christoph, ich habe so einen Fantasietitel, der Tech Service und Training Manager für Europa, Mittleren Osten und Afrika, der 3M für Meguiars. Also wenn ihr eine E-Mail von mir kriegt, ist die Signatur schon ausreichend. Was wir euch vorstellen, ist halt das punktuelle Bearbeiten von Defekten, die man entweder hat, weil man zum Beispiel nicht sauber lackiert hat oder weil man halt kleine Kratzer hat, winzige Parkrempler mit dem Ring irgendwo dran gekommen oder halt ein Vogelschiss. Und wir werden die Produkte einbinden von Meguiars und 3M, denn die Firmen gehören zusammen. Und ich hatte überlegt, ob ich das heute bringe, aber wahrscheinlich ohne Meguiars und 3M würde keiner hier heute stehen. Meguiars hat 1901 die erste Politur gemacht, als Autos noch bessere Kutschen waren. Und 3M hat 1902 das erste Schleifpapier erfunden. Also so gesehen, we invented the shit. Gut, wir fangen an, das Ganze zu reinigen mit M122 Surface Prep. Wir bewegen uns im Probereich, das heißt, die Gebindegrößen sind halt auch ausgelegt auf Leute, die ein bisschen Durchsatz haben. Also das gibt es nicht unter Gallone und Mindestabnahmemenge, glaube ich, Karton, 4 Gallonen. Das füllt man dann in praktische Sprühflaschen um. Und der Jörg, der reinigt jetzt mal die Fläche vor. Surface Prep ist halt ein relativ, also ein pH-Wert von 3,3. Das heißt, wenn ihr vor Session aufgepasst habt, könnt ihr das einordnen. Holt halt so ziemlich alles runter, was drauf ist. Das nehmen wir halt wirklich, um uns halt eine glatte Fläche zu schaffen. Je nachdem, wie das Fahrzeug vom Reinigungszustand ist, muss man halt kneten. Meguiars selber bietet 2 Kneten an, 3M eine dritte. Mein Favorit ist aus unserer Konsumentenserie. Die weiße Knete. Weil die weiße Knete, also viele Leute sagen, es ist ein bisschen seltsam, dass eine Knete weiß ist, ist sofort dreckig, aber zum Prüfen ist sie super. Das heißt, wenn der Jörg mit dem M34, das ist unser Final Inspection, was wir halt auch als, ich nenne das mal Gleitmittel benutzen fürs Kneten, mit der weißen Knete arbeitet, kriegt man halt einen sehr, sehr schönen Eindruck davon, ob man überhaupt wirklich groß kneten muss. Ich selber bin ein Freund von winzigen Knetpads, also 2 bis 3 Finger groß, ganz klein, weil für mich Knete nur da gut arbeitet, wo ich auch Druck drauf habe. Und die meisten Knetpads gehen irgendwann fliegen. Und je kleiner sie sind, umso weniger Knete verliert ihr, denn ein Knetpad, das den Boden berührt hat, ist raus. Wir wischen das dann auf, weil wir jetzt hier nicht viel zu kneten hatten. Das ist halt eine Haube, die halt mal aus Trainingszweck nachlackiert wurde. Und wir suchen uns jetzt unseren Punktdefekt. Und 3M hat ein System von Schleifmitteln, das nennt sich Trisec. Das sind keine klassischen Schleifkörner, die irgendwie gebunden sind auf einem Träger, sondern das ist eine mikroreplizierte Oberfläche, mehr wie so eine Industriefeile in ganz fein. Und das ist jetzt ein 3000er Grid, das auf einer oszillierenden Maschine mit, ich glaube, 2,5 mm Wurf eingesetzt wird. Und diese 3000er Blüte beseitigt jetzt den Punktdefekt. Das heißt, wir arbeiten wirklich ganz klein nur auf dem Bereich, den wir bearbeiten wollen, weil wenn man das Ganze wirtschaftlich betrachtet und jemand kommt zum Beispiel rein mit so einem Punktdefekt, mit einem eingebrannten Vogelschiss, dann will ich ja nicht irgendwie das ganze Dach machen oder die ganze Haube. Ich will halt wirklich den Leuten diesen Fehler, weswegen sie kommen, im, und wir nennen es Spot-Detailing, bearbeiten. Der nächste Schritt ist, und das ist das Tolle an diesen 3M-Produkten, weil sie eben halt eine unglaublich homogene Oberfläche hinterlassen im Schleifen, können wir von 3000 auf 8000 springen. Das heißt, wir haben quasi eine 8000er Schleifscheibe in 75 mm, die wir dann auch mit einer Maschine ausblenden. Und ihr seht, wir sind immer noch in einem Bereich von etwa nur 10 x 10 cm, den wir bearbeiten in diesem Schleifen. So. Das Ganze erfolgt wieder nass.
also oder feucht. Also wir haben halt ein bisschen Wasser dazugegeben, was auch ein bisschen die Temperatur managt dabei, was dafür sorgt, dass es nicht so staubt, weil wir haben Schleifmaschinen mit wunderbaren Absaugungen, aber hier, wenn man so ein bisschen was macht, will man jetzt nicht irgendwie so ein Riesengerät haben mit einem Staubsauger dran und so. Und der nächste Schritt ist dann dieses zweistufige System. Wir nehmen dafür unsere Meguiars, das war Mikro, glaube ich, eklig, ne? Cutting Discs, das ist eine Mikrofaserscheibe, die quasi ein Schaumbacking hat. Die sind waschmaschinenfest. Die mögen nur keine Trockner, weil die Trocknertemperatur dann quasi den Klett irgendwie ablöst. Wir geben halt ein bisschen was von dem Compound drauf. Und hast du eingenebelt? Hast du eingenebelt? Gut. Und in der Regel auch ein bisschen M34 nebeln wir auf das Mikrofaserpad drauf. Das hat zwei Vorteile. Wir arbeiten ein bisschen feuchter, ohne noch mehr Korn zu nehmen. Und das M34 hat auch ein gutes Temperaturmanagement. Das heißt, in der Regel ist es ja so, bei unseren Produkten, die Schleifpartikel haben, die ihre Größe nicht verändern über die Arbeit. Also es ist kein brechendes Korn, wo ich quasi durchgehen muss, sondern der Partikel hat von Anfang bis Ende die gleiche Größe. Und wenn ich jetzt den ersten Schritt mache, einmal auspoliere, um zu gucken, wie es ist, habe ich ja immer noch gutes Schleifmittel drin. Es ist nur ein bisschen trockener geworden und ich habe vielleicht ein bisschen Temperatur. Das heißt, wir können nach dem ersten Schritt, wenn der Jörg da jetzt quasi durch ist, und ihr seht, die Fläche ist nicht wesentlich größer geworden. Ne? Das sind jetzt so zwei große Handflächen. Ne? Wir nehmen jetzt auch schon die Meguiars-Tücher, die halt ein bisschen netter zum Lack sind als viele reguläre Mikrofasertücher. Und wenn wir jetzt sagen, okay, wir sind vielleicht noch nicht komplett durch, wir machen einen zweiten Run, dann benetzen wir die Maschine ein bisschen nochmal. Einfach nur ein bisschen Feuchtigkeit. Das kontrolliert die Temperatur und sorgt dafür, dass das Compound reaktiviert wird. Das ist eigentlich ein extrem effektiver Weg zu arbeiten, weil der Vorteil an Mikrofaserpads bei uns ist, man kann wirklich skalieren, wie viel Compound man mitnimmt. Man kann das Ding richtig laden, also eine Schnecke draufmalen, ausstreichen, einmassieren oder man kann sich ein paar Punkte drauf machen, weil man sagt, ich brauche jetzt nicht so viel. Das geht im Schaumpad in der Regel nicht. Ein Schaumpad hat eine geschlossene Porenoberfläche, die Feuchtigkeit kann rein, das Korn bleibt oben drauf. Wenn ich zu viel mache, gibt das sowas von Jackson Pollock. Und das ist halt so das Problem daran. So, wir sind hier auf einer schwarz-uni glänzenden Haube unterwegs. Das heißt, mit einem Compound in der Art haben wir natürlich ein bisschen Haze. Das heißt, hier gehen wir jetzt danach in den zweiten Schritt. Hier nehmen wir halt ein 3M-Pad. Das ist alles auch farbkodiert. Das heißt also, für Schritt 1 im Random Orbital von 3M weiße Kappe, weiße Pads. Ne? Also, ich weiß nicht, ob ihr, kennt ihr den Begriff Pukkajoke? Wem sagt der Begriff Pukkajoke was? Genau, Pukkajoke, japanisch, aus der Industrie, heißt so viel wie idiotensicher. Und das ist halt immer unser Ziel. Wir versuchen, die Sachen so zu machen, dass sie halt für Mitarbeiter schnell in der Einarbeitung zu verstehen sind. Und wenn wir sagen, weiße Kappe, weißes Pad, und man hat auf dem Wagen auch nur das, in der Regel wenig falsch zu machen. Jetzt sind wir bei der lila Kappe. Deswegen haben wir auch ein lila Pad. Das Pad ist, ich würde sagen, es ist am weicheren Ende. Es ist nicht ultra weich. Also es gibt bei uns in der Meguiars Range noch weichere Pads. Aber für das, was wir hier machen, reicht es völlig aus. Und auch hier werden wir latent größer von der Fläche, damit wir halt schöne Übergänge schaffen. Weil das Schlimmste, was beim Spot Repair passieren kann, ist, dass man halt massiv übers Ziel hinausschießt. Dass man so einen ultra hochglänzenden Spot hat auf der Oberfläche und der Rest des Wagens hat halt so ein normales Gebrauchs- und Swirlbild oder vielleicht halt gerade bei Leuten, die sich sowas halt reparieren lassen, vielleicht ein bisschen besseres Gesamtbild. Aber wenn man da halt all in geht und dann vielleicht seine eigenen, sich von seiner Leidenschaft leiten lässt, dann kommt man nach hinten, damit man auch ein bisschen sieht, was man halt tut. Und das war halt sehr, sehr effizient. Deswegen würde ich an der Stelle, wenn ihr wirklich keine Fragen habt. Ja, eine Frage, herrlich. Michael, frag mich was. Ja. Jörg, der erste Schnitt wurde nass gemacht, der zweite auch. Würdest du es trocken machen? Nein, wir würden es nicht trocken machen. Ja, also das Produkt selber braucht die Feuchte, um halt zu funktionieren. Abgesehen davon, dass die Feuchte halt auch Temperaturmanagement und Schleifstaubmanagement macht. Was halt gerade, wenn ich halt im Detailing-Bereich bin, halt sehr wichtig ist, weil ich halt in der Regel halt Schleifen nicht so möchte. Also für die, die es nicht gehört haben, was der Jörg hat gesagt hat, das Produkt hat eine komplett homogene Oberfläche. Das heißt, diese Pyramiden, die mikroreplizierend hergestellt werden,
haben halt alle dieselbe Höhe oder die anderen geometrischen Formen. Es gibt nicht nur Pyramiden. Und das ist halt wirklich der Schlüssel dafür, dass ich halt so sauber arbeiten kann und diesen extremen feinen Schliff hinkriege. Und nur das ermöglicht es mir, diese enormen Sprünge zu machen von 3000 auf 8000. Ja. Wir haben das komplette System auch in der Do-it-yourself-Zone. Das heißt also für die, die es noch nicht ausprobiert haben, ihr könnt damit spielen. Wir stehen ansonsten hier vorne an der Ecke mit unserem bescheidenen 9 Quadratmeter Stand. Das heißt, ihr seid auch willkommen für Einzelsessions, wenn ihr das ein bisschen von uns sehen wollt. Also wir haben halt quasi alles doppelt hier und wahrscheinlich haben wir am Ende des Tages Schleifscheiben übrig. Was wir jetzt am Schluss noch machen ist, und das ist auch schön, das ist M27, das ist quasi ein Hybrid Ceramic Sealing. Das ist halt etwas, das halt, und ihr seht das hier, man trägt das auf. Es ist eine Self-Leveling-Technologie, voll synthetisch, die halt im Grunde genommen fast sofort ablüftet. Das heißt, das ist jetzt das Ergebnis, was ich habe nach dem Ablüften, direkt nach dem Auftragen. Und ich kann beinahe direkt das Ding auspolieren. Und das ist halt, wo die 3M und Meguiars Produkte im Pro-Bereich halt hingehen. Oft werde ich gefragt, was ist der Unterschied zwischen den Konsumenten und den Pro-Produkten? Das ist nicht die Leistungsfähigkeit am Ende. Das heißt, der Konsument kann in der Regel mit den Consumer-Produkten das gleiche Ergebnis erzielen. Es klingt arrogant, aber wir interessieren uns nicht für die Zeit, die der Konsument braucht. Das heißt, wenn jemand halt irgendwie am Wochenende 4 Stunden Ruhe haben will vor seiner Familie und den Luftgekühlten streicheln möchte, dann ist das eigentlich was Schönes. Ne? Beim Profi ist es so, es geht um Zeit. Und wenn ihr mit M27 ein Auto versiegelt, und wir können da jetzt mal ein bisschen Wasser drauflaufen lassen, dass ihr seht, dass das auch quasi direkt Effekt hat. Ihr seid quasi mit dem Panel fertig und könnt am anderen Ende des Panels schon mit Auspolieren beginnen. Das heißt, ihr habt halt keine Zeit, die ihr verliert, weil zum Beispiel irgendwas curen muss, irgendwas Self-Leveling. Das Produkt bieten wir in Europa in Flaschen an, aber das gibt es auch in Gallone. Man kommt mit dem, was wir hier drauf gemacht haben, Haselnuss, im Grunde eine ganze Motorhaube weit. Gut, dann würden wir an der Stelle für eure Aufmerksamkeit danken. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was mitgenommen. Und ich hoffe, ihr geht spielen oder wir sehen uns später, ja? Freunde. Sehr spannende Methode zur Effizienzsteigerung. Und mit mehr Effizienz wird man schneller, das heißt auch mehr Umsatz. Und dann sorgt Meguiars und 3M vielleicht dafür, dass ich mir auch mein M3-Byte leisten kann. In diesem Sinne, ich gebe Gas. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!